Die Welt ist von einem Virus infiziert, in dem wir in den Medien rein gar nichts hören. Dem E-Virus. Energievampirismus raubt uns allen unsere Energie und jeder von uns hat in allen möglichen Lebensbereichen mit Vampiren, E-Vamps, zu tun. Die wenigsten sind sich dessen bewusst und noch weniger, wie sehr sie selbst unter diesem Virus leiden. Dieser Ratgeber gewährt einen genaueren Einblick in die Thematik und erklärt, wie man sich dagegen immunisieren kann. Ein Muss für jeden, der unter anderen Menschen leidet. Hallo und herzlich willkommen zu einer Autorenlesung. Und zwar geht es hier um mein neues Buch, das schwarze Buch zur effektiven Abwehr von Energievampirismus. Im Handel erhältlich unter der ISBN 978-3738-647365. Und den Klappentext habt ihr gerade eben im Intro schon gesehen. Ich werde dieses Buch Kapitel für Kapitel vorlesen und zu jedem Kapitel ein eigenes Video machen, das ich künftig sonntäglich jeweils eins hochladen werde. Dann sind die einzelnen Kapitel leichter auf YouTube zu finden. Hab mir gedacht, es ist einfacher, als wenn ich es alles am Stück vorlese. Heute möchte ich beginnen mit der Einleitung und dann gibt es ab heute sonntäglich jeweils ein Kapitel. Die Einleitung. Dezember 2020, habe ich angefangen, was zu schreiben. Ein Jahr geht zu Ende, das allen von uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Ein Jahr, in dem ein Virus das Leben auf der Erde verändert hat wie kaum irgendetwas zuvor. Weltweit gibt es kaum jemanden, der von dem Thema unberührt blieb, auch ohne eine gesundheitliche Betroffenheit vom Virus. Denn viele hat es ihre Arbeit gekostet, ganze Branchen sind in den Konkurs gegangen und in den meisten Ländern wurden Grundrechte massiv eingeschränkt. Nun zu verhindern, dass wir alle sterben. Eine ganze Menge Nerven hat uns alle dieses Jahr gekostet und es ist bisher kein Ende der Dinge in Sicht. Auf der anderen Seite gibt es die, die einen Nutzen aus all diesen Geschehnissen ziehen, die sich dumm und dämlich verdienen und ihre Macht über andere weiter ausgebaut haben. Kein Tag ist seit Auftreten der Corona-Pandemie vergangen, an dem sie in den Medien nicht als das unangefochtene Hauptthema gewesen wäre. Doch ein anderes Virus bereitet uns ein wesentlich größeres Übel, welches schon wesentlich länger grassiert und über das in den Medien überhaupt nicht gesprochen wird. Das hat seine Gründe. Denn würden die Medien das erzählen, was ich in diesem Buch zusammentrage, könnten wir uns gegen diesen Virus immunisieren. Dieses, ich bin ein Verfechter von das Virus. Eine Impfung dagegen wird es nie geben. Zum einen, weil die Forschung in diese Richtung nicht finanziert wird. Zum anderen, weil eine Spritze nicht gegen das helfen kann, wovon ich spreche. Dem Energievampirismus. Kurz, wenn man ein paar Buchstaben daraus schreibt. E-Virus. Das Problem, unter dem wir seit der Einführung auf Gehorsam basierende Herrschaftssysteme leiden, ist, dass es durch diesen Gehorsam möglich ist, dass Menschen auf Kosten anderer leben können. Dadurch ist ein massives Ungleichgewicht entstanden, das Armut, Schuld, Hunger, Kriege und Nöte aller Art hervorgebracht hat. Fast hätte ich gerade geschrieben, dass diese Herrschaftssysteme Menschen geschaffen sind, aber ich sollte gleich an dieser Stelle anfangen, zu differenzieren. Denn in diesem Buch wird es um zwei Arten von Menschen gehen. Die Energievampire und ihre Opfer. Und natürlich haben sich nicht die Opfer diese Systeme einfallen lassen, sondern die Energievampire, die ich ab hier der Einfachheit halber einfach E-Vamps nenne.
Diese E-Vamps zeichnen sich vor allem durch eine Eigenschaft aus. Sie haben keinen Sinn, kein Interesse für irgendetwas außer sich selbst. Das ist wichtig zu wissen. Sie sind völlig frei von Empathie, haben keinerlei Mitgefühl und tragen keine Liebe in sich. Nicht einmal für sich selbst. Und das ist gleich schon das Kernproblem. Liebe ist der Grundstock, die Basis allen Lebens. Da sie diese Basis nicht haben, weil sie das Empfinden der Liebesenergie, die eben auch Lebensenergie ist, nicht in sich selbst generieren können, müssen sie sich diese von anderen holen. Also saugen sie ihre Opfer energetisch bis zum letzten Tropfen aus. Oder zumindest fast. Kurz vor dem Ende geben sie dem Opfer ein wenig Raum, sich etwas zu erholen, bis sie weiter saugen. Und das tun sie, bis man umfällt oder sich ihnen entzieht. Doch wie man das macht, weiß kaum ein Opfer, denn die E-Vamps tun alles dafür, dass diese Informationen niemals bekannt werden. Aus genau diesem Grund haben sie diese Systeme geschaffen, die wie Spielräume für Spiele sind. Deren Regeln stammen von E-Vamps und die Opfer nehmen diese Regeln über ihren Gehorsam an und spielen nach ihnen. Dabei laufen diese Spiele und ihre Regeln immer nach bestimmten Schemata ab. Wenn man diese Schemata einmal erkennt, wird es leichter, die Spiele zu durchschauen und sie eben durch Ungehorsam, sich eben durch Ungehorsam dagegen zu immunisieren. Man spielt sie dann einfach nicht mehr mit. Es ist nicht einfach, das alles in ein Buch zu packen, aber ich gebe mein Bestes. Wer wirklich will, der wird schnell verstehen, wovon ich spreche. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Film zu dem Thema, der das alles in 90 Minuten Spielzeit glasklar macht. Aber im Dezember 2020 sind wir noch nicht so weit und wir sind im Moment im April 21 immer noch nicht. Bevor ich tiefer auf alles eingehe, möchte ich noch ganz grundsätzlich sagen, dass ich glaube, dass die Geschöpfe, die wir heute mit Bram Stoker und Dracula in Verbindung bringen, mit ihren Fangzähnen und übermenschlichen Kräften, empfindlich gegen Kreuze, Knoblauch und Holzpfähle, tatsächlich von real lebenden Leuten inspirierte Figuren sind, beziehungsweise von Leuten, die damals gelebt haben. Stoker soll sich an einem gewissen Vlad III. Dracula gehalten haben, der nicht nur ein echtes Ekelpaket gewesen sein, sondern sich seinen Namen als der Pfähler gemacht haben soll. Da er Menschen nicht nur wie Vieh abgeschlachtet hat, vielmehr hatte sie nach ihrem durch ihn herbeigeführtes Ableben auch noch gruselerregend drapiert und zur Schau gestellt. Ich denke sogar, dass wir vieles von dem, was wir heute über Vampire wissen, Stokers Frau Florence Balcon zu verdanken haben, die maßgeblich an Stokers Werken beteiligt war. Ich glaube, dass sie uns durch die Blume von Wesen erzählen wollte, die eben genauso sind wie Vampire, wissend, dass ein normaler Mensch nicht in der Lage sei, sich vorzustellen, wie abgrundtief böse andere Menschen sein können. Vor allem andere, die sich bereits in Autoritäten verwandelt hatten und schick gekleidet als etwas Besseres in der Bevölkerung hohes Ansehen erlangten. Zu ihren Zeiten war es völlig normal, dass Lehnsherren sich Frauen und Kinder ihrer leibeigenen Bevölkerung nahmen, um mit ihnen zu machen, was sie wollten. Und ihr Verschleiß dabei war regelrecht erstaunenswert. Ich glaube nicht, dass Vampire existieren, wie wir sie aus Filmen kennen. Aber ich glaube, dass diese Vampire überdramatisiert Menschen darstellen, die anderen Menschen massiv schaden, teilweise wirklich bis in den Tod. Ich bin der Überzeugung, vor genau solchen Menschen sollten wir gewarnt werden und über sie aufgeklärt sein. Keine Sorge, ich werde in diesem Buch nicht dazu raten, irgendwen zu pfählen, und Kreuze im Fenster halte ich auch nicht für sinnvoll. Aber ich denke, dass wir eine verschlüsselte Botschaft geschickt bekommen haben und diese versuche ich meinem Glauben gemäß zu entschlüsseln. Ein Hauptschlüssel, auf den ich immer wieder herumreiten werde, ist der Gehorsam.
Ein anderes Wort für gehorchen, für horchen ist hören. Und ein anderes Wort für gehorchen ist gehören. Es ist wichtig, das zu jeder Zeit im Auge zu behalten. Denn der, dem ich gehorche, dem gehöre ich. Ob ich das will oder nicht, ob mir das bewusst ist oder nicht, spielt dabei nicht die geringste Rolle. Der geneigte Leser möchte bitte auch nie aus den Augen verlieren, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Gehorsam und Unglück im Sinn von nicht glücklich sein besteht. Und dieser Zusammenhang wird den roten Faden der vorliegenden Lektüre darstellen. Wer nicht glücklich ist, der ist es zu 100% deswegen nicht, weil er nicht sein eigenes Leben lebt, sondern das irgendeines anderen oder gleich mehrerer. Diesen Zustand zu ändern, ist Sinn und Absicht dieses Buches. Dabei kann das Buch nur die Wegbeschreibung liefern. Den Weg selbst zu gehen, bleibt leider niemandem erspart. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch so beim Gehörten durch den Kopf geht. Dieses Buch ist für mich erst ein Anfang vom Ende des Energievampirismus. Und den Weg können wir vor allen Dingen darüber beschreiten, indem wir darüber reden, unsere Gedanken dazu beisteuern und uns gegenseitig die Möglichkeit geben, Wege zu finden, die wir auch gehen können, über die wir dafür sorgen können, dass unser Leben frei von Energievampirismus ist.